Moin, ich weiß, ich bin etwas spät, was das ganze Thema anbelangt, aber ich habe noch ein Video auf OX Gaming gemacht. Also falls ihr nach diesem Video noch ein Video von mir sehen wollt, dann guckt einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und wenn ihr das Video angucken wollt, dann klickt ihr logischerweise auch auf den Link drauf. Und liked das Video auf OX Gaming natürlich von mir, damit alle denken, ich sei beliebt und so. Und das, weil sonst denkt das halt keiner. Also wäre echt voll Togo. Ja, aber ich komme auf diesen Merch nicht klar. Das ist jetzt schon die fremdschämendste Aktion dieses gesamten Jahres. Dieser Merch hat nämlich mal im Interview gesagt, dass Schwule zu beleidigen in Deutschland, sag ich mal, das kontroverseste Thema überhaupt ist. Und einfach die beste Möglichkeit ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen für sein Album eben auch. Ja, und deswegen hat er eben diese ganze Aktion überhaupt ins Leben gerufen, damit er eben Promo für sein Album hat. Und er vergleicht seine Reichweite und seinen Einfluss mit der des Bundespräsidenten, weil er mit hasserfüllten kontroversen Gedankengut eben 3 Millionen Klicks gemacht hat. 3 Millionen Klicks insgesamt. Junge, allein jetzt so als Beispiel, ja, Elotrix hat ein 60 Euro Headset auf seinen Tisch gelegt, hat 7 Minuten lang MW3 gespielt, ist dabei ausgerastet und das haben doppelt so viele Leute gesehen und sogar gefeiert. Merz hat nur vor 3 Millionen Leuten gezeigt, was für ein unreflektierter Schmocken er ist. Und seinen 600.000 bis 700.000 Abonnenten vielleicht noch gesagt, ja, also es ist vollkommen in Ordnung, eine menschenverachtende Meinung zu haben, wenn man sagt, das ist seine Meinung. Man kann ja auch einfach sagen, ja, das ist meine Meinung, weil, ja, das ist halt meine Meinung. So, manche Künstler sind dafür berühmt, dass sie gute Musik machen. Matt ist dafür bekannt, dass er mit kapitalistischem Hintergrund irgendwie versucht, kleine Kinder davon zu überzeugen, dass es okay ist, Schwule zu hassen, weil das ist ja seine eigene Meinung. Nee, also jetzt im Ernst, ich verstehe es nicht, wie man einfach so aus dem Nichts sagen kann, ja, also Homosexuelle, die toleriere ich halt nicht, weil ja, ist einfach so. Und einfach so zu sagen, so, ja, ja, das ist eklig. So, ich meine so, wenn zwei Leute sich lieben und es schadet keinem anderen, was willst du denn dagegen sagen? Ich meine, sind Schwule irgendwie schlechtere Menschen oder so? Ist How I Met Your Mother nicht mehr lustig, weil Barney schwul ist? Oder ist Big Bang Theory nicht mehr lustig, weil Sheldon Cooper in echt schwul ist? So singt die nicht mehr bei We Will Rock You oder We Are The Champions mit, weil der Sänger von Queen sogar an AIDS gestorben ist? Sogar Gandalf ist schwul. Und auch Prison Break ist keine schlechtere Serie, nur weil Michael Scofield in echt homosexuell ist. Ist die Musik von Upred irgendwie schlechter, nur weil er sich noch nicht geoutet hat? Okay, wir wollen sich übertreiben, also die ist wirklich scheiße. Aber das liegt nicht an seiner Metrosexualität. Und mir ist egal, ob eure Eltern die Bibel, die Tora, der Koran, irgendein Pixie-Buch, die neue Mickey Maus oder was weiß ich sag, Schwule sollten nicht toleriert werden, beziehungsweise sind nicht natürlich oder sollten überhaupt nicht respektiert werden, sind kein Teil der Gesellschaft oder was weiß ich. Es stimmt nicht. Homosexuelle sind genauso eklig wie wir alle anderen auch. So, generell ist das aber auch so ein Männerphänomen. Ja, bei Frauen oder Mädchen, denen ist das egal, ob eine lesbisch ist. So, also nicht falsch verstehen jetzt, ja, aber ihr müsst euch das einfach mal vor Augen führen. So, bei Mädchen oder Frauen ist es dann eher so, oh mein Gott, dieses fremde Mädchen da auf der Party, ne? Sie hat die gleiche Hose wie ich an, ne? Ich hasse sie. Nee, ist mir egal, wie nett die ist, ne? Ich hasse sie. Sie hat die gleiche Hose wie ich gekauft. Ah, und okay, sie ist lesbisch, ist mir eigentlich egal. So, bei Männern ist das dann so, oh ja, er hat den gleichen Pullover wie ich an, Digga. Sieht ja auch geil aus. Props an dich, Digga. Haben wir halt denselben Geschmack. So, dann aber wiederum. Ey, ey. Er ist schwul? Ey, Digga, wer guckt mich an oder fässt mich an, Digga? Ich hasse ihn. Weil, das ist halt meine Meinung. So, dann denke ich halt echt so, sind wir eigentlich alle zurückgeblieben? Nicht nur ich. So, mich hat bei Mads Video auch halt auch mega aufgeregt, dass dann in den Kommentaren alle geschrieben haben, ja, Digga, ich bin vielleicht unwissend, aber du hast voll recht, Digga, voll, auch voll heftig, dass du deine eigene Meinung vertrittst, obwohl du dafür gehatet wirst, Digga. Props an dich dafür. So, und eben die Leute, die zu ihm halten und eben unwissend sind, die beutet er ja auch noch aus und sagen, ja, das ist voll in Ordnung, wenn du deine Meinung auch unbegründet sagst. Beutet er ja auch noch aus. Also, die Leute, die ihn feiern, die hasst er ja noch mehr als Schwule. So, also ich hoffe, ihr da draußen seid nicht so und bildet euch einfach mal wirklich für jeden Menschen, den ihr kennenlernt, einfach eine eigene Meinung und sagt nicht einfach so, ja, das ist so, weil, ja, das ist so. Bestes Gegenargument für sowas ist natürlich dann immer noch, ja, also du hast wahrscheinlich nichts gegen Schwule und sagst, Schwulsein ist voll okay, weil du wahrscheinlich selber schwul bist. Ja, ganz genau. Jetzt habt ihr mich, jetzt habt ihr mich. Vollkommen richtig. Wenn ich sage, hey, ich toleriere jeden Schwulen und finde es vollkommen in Ordnung, wenn Leute schwul sind, dann bin ich natürlich selber schwul. Weil es gibt nur Schwarz und Weiß. Und wenn ich sage, hey, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn andere Leute Gurken auf ihren Hotdogs essen, dann esse ich wahrscheinlich selbst auch nur Hotdogs mit Gurken drauf. Auch wenn ich behaupte, meiner Meinung nach, darf jede Frau in Deutschland ein Kopftuch tragen, wenn sie es möchte. Egal, ob das die Religion vorschreibt oder was weiß ich nicht. Wenn die Frau ein Kopftuch tragen möchte, dann kann sie es gerne in der Öffentlichkeit tragen, wann sie es möchte. Das liegt allerdings nur daran, dass ich selbst eine Frau bin, die gerne Kopftücher trägt. Und wenn ich sage, Flüchtlinge dürfen gerne nach Deutschland einreisen, weil sie eben Schutz suchen, dann bin ich wahrscheinlich selber ein Flüchtling. Und wenn ich sage, hey, meiner Meinung nach darf jeder Muslim auch in Deutschland seiner Religion nachkommen und eine Moschee bauen und überall in jeder Stadt darf meiner Meinung nach auch eine Moschee stehen, wenn Leute da irgendwie ihrem Glauben nachgehen wollen. Aber das sage ich nur, weil ich selber Muslim bin. Oder ich bin Bauarbeiter. Muslimischer Bauarbeiter. Es gibt nämlich nur Schwarz und Weiß. Man kann ja nicht die allgemeine Einstellung einfach so haben, hey, macht doch alle, was ihr wollt, solange ihr dabei glücklich werdet und keinem anderen dabei schadet. Man kann ja nicht einfach jedem Menschen, egal wie er politisch, sexuell oder religiös gesinnt ist, einfach so einen Grundrespekt entgegenbringen und dann einfach gucken, wie man den jetzt findet oder ob der irgendwas was sagt, was mir sagt, ey, das ist ein Wichser oder das ist ein netter Typ. Mir ist das scheißegal, ob der jetzt zwei Schwule in der Bahn vor mir rummachen, zwei Lesben oder der dicke Kevin und die zutätowierte Chantal. Mir ist es auch egal, wenn ich in der Innenstadt eine Frau sehe, die irgendwie ein Kopftuch um hat oder irgendwie eine Burka trägt oder rote Flaschen.
Scheißdepper anhat, das ist mir doch scheißegal. Wenn ihr die anziehen möchte, dann zieht ihr die an. Jeder kann das machen, was er möchte, solange er damit niemand anderem schadet. Auch ApoRed darf Musik produzieren, obwohl ich sie scheiße finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich öfter so Grundthemen, sag ich mal, einfach besprechen soll. Oder beziehungsweise irgendwelche Themenvorschläge, ob die ihr irgendwie mal hören wollt oder so. Einfach in die Kommentare schreiben. Und bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt noch eine Frage an die AMK Army. Heißt Amanakoyum nicht übersetzt, ich ficke dich? Also wenn ihr alles und jeden fickt, seid ihr dann nicht selber schwul? Das liegt allerdings nur daran, dass ich selbst eine Frau bin, die gerne Kopftücher trägt. Ja, das ist so. Zwei Lesben oder der dicke Kevin und die zutätowierte Chantal. Also wäre echt voll Togo. Sogar Gandalf ist schwul.